Willkommen Leute, heute gibt es ein Video für Anfänger, sprich ich zeige euch heute mal die 10 besten Tipps und Tricks für eher nicht ganz so gute Spieler in Fortnite, aber warte, wenn du dir dieses Video komplett anschaust, dann bin ich mir sicher, dass du kein großer Anfänger mehr bist, sondern dann auch eher ins Fortgeschrittene übergehst, beziehungsweise dir dann auch meine Videos helfen für fortgeschrittene Fortnite-Spieler. Nochmal dazu gesagt, am Ende dieses Videos gibt es den letzten Trick, der wirklich der grundlegendste ist und den man wirklich beherrschen sollte, um dann wirklich auf Dauer auch wirklich Skill aufzubauen. Deswegen bleib echt bis zur letzten Sekunde dran. Letztendlich entscheidest du, wie lange du hier dran bleibst. Nur ich kann es dir halt empfehlen, wenn du besser werden möchtest in Fortnite. Wie gerade eben schon erwähnt, bringe ich ziemlich oft Tipps und Tricks-Videos, jede Woche zweimal ungefähr. Und um sowas wirklich nicht mehr zu verpassen, lass mir genau jetzt ein kostenfreies Abo da, aktiviere die Glocke. Ich verspreche dir, du wirst das Ganze nicht bereuen und damit würde ich auch schon sagen, reden wir hier nicht lange um den heißen Brei herum, starten direkt mit dem Video. Los geht's! Wenn du mit einem Gegner in einem 1v1 bist, und zwar im Nahkampf. Sprich, ihr beide habt zum Beispiel eine Pump oder eine Shotgun. Da stoße ich immer wieder auf Gegner, die nicht bauen, sondern einfach nur versuchen, den Gegner abzuaimen. Das solltet ihr wirklich auf gar keinen Fall machen. Vor allem als Anfänger, wo man jetzt zum Beispiel nicht das beste Aim hat, ist es wirklich unmöglich, gegen den heutzutage guten, durchschnittlichen Fortnite-Spieler ohne Bauen zu gewinnen. Da man, was das Aiming angeht, jetzt nicht als Anfänger mit den Fortgeschrittenen so einfach, ich sag mal, mithalten kann. Was ihr deswegen macht, ihr feuert also einen ganz normalen Pump-Gun-Schuss ab. Anstatt nämlich einfach nur rumzuspringen, ohne zu bauen oder einfach stehen zu bleiben und zu warten, bis man wieder schießen kann, das endet auf jeden Fall schlecht. Weil die Gegner dann auch wirklich die Zeit ausnutzen und euch schon wohl möglich getötet haben, in der Zeit halt, wo die Pump-Gun nachlädt, wo ihr wieder einen zweiten Schuss abfeuern könnt. Ihr schießt halt wie gesagt einmal und placet dann direkt die Wand zwischen dir und dem Gegner, sodass der Gegner wirklich kein freies Schussfeld auf dich hat. Dann versuchst du zum Beispiel von einer anderen Seite an den Gegner ranzukommen und feuerst dann einfach den zweiten Schuss, wieder eine Wand, dann wieder den dritten Schuss, dann wieder eine Wand und so weiter, bis der Gegner tot ist. So gebt ihr wirklich dem Gegner keine leichte Chance, um euch zu treffen. Dieser Tipp ist auch nicht nur für Anfänger geeignet, denn ich sehe wirklich auch viele Fortgeschrittene, die diesen Fehler mittlerweile immer noch begehen. Dieser Tipp ist auch vor allem geeignet für Pumpgun-Fights, denn dort habt ihr zum Beispiel eine längere Reloading-Zeit als jetzt zum Beispiel bei der Shotgun. Das heißt, mit der Shotgun könnt ihr natürlich auch schneller hintereinander schießen, da ist dieser Tipp jetzt nicht unbedingt notwendig. Also da müsst ihr nicht unbedingt nach jedem Shotgun-Schuss eine Wand bauen, das ist wirklich ein bisschen überflüssig. Aber Leute, auf jeden Fall, wenn ihr eine Pumpgun habt oder so, da solltet ihr auch wirklich bauen. Das sieht man auch zahlreich in so Pro-Turnieren oder sonst was, dass Profispieler dann einfach immer einen Schuss setzen und direkt danach bauen, also wirklich nicht lange warten, direkt danach bauen, dann irgendwas aufeditieren oder von der anderen Seite rankommen, wieder einen Schuss und dann direkt wieder bauen, denn das hilft dir auf längere Sicht auch viel Damage zu entgehen, sage ich mal, also die Gegner haben es dann wirklich schwer, euch zu treffen. Der zweite Tipp richtet sich sowohl an die Close als auch an die Long Range Fights. Wir nehmen jetzt einfach mal an, dass ihr als Deckung hinter einer Wand steht. Diese editiert ihr dann einfach auf und der Gegner steht außerhalb. Nun habt ihr wirklich zwei Möglichkeiten, den Gegner abzuschießen. Möglichkeit 1, ihr steht rechts vom Fenster und müsst den Gegner von links abaimen, oder ihr steht halt dann auf der linken Seite und könnt den Gegner von rechts, sprich über eure rechte Schulter, wenn man so sagen kann, abaimen. Der ganz klar deutliche Vorteil liegt bei der Seite, wo ihr über eure rechte Schulter aimt, da, wenn das Fenster halt dann in der Mitte ist und ihr rechts vom Fenster steht, erst mit eurem ganzen Körper nach links gehen müsst, um den Gegner dann letztendlich abschießen zu können, sodass es der Gegner wirklich erheblich leichter hat, euch zu treffen. Er kann also, obwohl ihr euch beide seht, schneller schießen, weil bei dir zum Beispiel noch die Wand im Weg ist. Deswegen kann ich euch wirklich empfehlen, immer über eure rechte Schulter zu aimen, denn erstens habt ihr dann mehr Überblick über die ganze Situation und zweitens werdet ihr dann auch nicht so einfach zu treffen sein, da ihr dann auch mit eurem ganzen Körper direkt vor das Fenster laufen müsst, um wirklich um die Ecke zu schießen, wo der Gegner dann dort auch steht. So kann nämlich dann auch der Gegner von außen nur einen minimalen Anteil eures Körpers sehen und hat es dann zum Beispiel im Vergleich zu euch auch extrem schwer, euch zu treffen. Und damit würde ich auch schon sagen, kommen wir mal zum dritten Tipp. Als Anfänger hat man nämlich oft das Problem, dass die Gegner immer am schnellsten gelandet sind. Um vor den Gegnern in einer Stadt zu landen, gibt es wirklich einige Faustregeln, kann man schon so fast sagen, die man wirklich beachten sollte. Zuerst einmal sollte man sich im Vorhinein überlegen, in welcher Stadt man in dieser Runde landen möchte. Ist auch wirklich super wichtig, machen wirklich viele falsch, denn viele springen einfach random irgendwo ab und wundern sich dann auf jeden Fall, dass die am letzten landen, sage ich mal, obwohl sie sich keine großen Gedanken dabei gemacht haben. Man darf das ganze Game jetzt auch nicht so ernst nehmen, aber man sollte alles gelassen nehmen, aber wie gesagt, macht halt noch mehr Spaß,
Spaß, wenn man so ein bisschen mithalten kann. Aber wann springt man nun am besten aus dem Battlebus, damit man wirklich der Erste auf dem Boden ist? Nun ja, der Gleiter öffnet sich immer ab dem genau gleichen Abstand zum Boden unter dir. Das heißt, vermeide auf jeden Fall dort drüber zu fliegen, wo sich jetzt zum Beispiel eine Erhöhung wie ein Berg befindet. Denn wir nehmen jetzt einfach mal an, der Gleiter öffnet sich immer 20 Meter über dem Boden. Wenn ihr jetzt zum Beispiel über einen Berg fliegt, öffnet der Gleiter sich ja 20 Meter über diesen Berg. Wenn wir jetzt aber ein Beispiel nehmen, wo ihr dann nicht über den Berg fliegt, sondern ein wenig neben dem Berg, also wo es dann wirklich steil hinab geht, da könnt ihr dann logischerweise viel tiefer fliegen und der Gleiter öffnet sich noch nicht. Der Gleiter öffnet sich nämlich dann auch erst 20 Meter über dem Boden. Sprich, ein Berg ist ja normalerweise eine Erhöhung und ihr müsst diese ganze Erhöhung noch zusätzlich draufzählen, damit ihr so einen Unterschied bekommt, wann ihr euren Fallschirm über dem Berg öffnen könnt oder wann ihr euren Fallschirm öffnen könnt, wenn ihr neben dem Berg, also am Abhang, da lang fliegt. Also kann ich euch wirklich nur empfehlen, vermeide wirklich auf jeden Fall dort drüber zu fliegen, wo sich dann auch eine Erhöhung befindet, zum Beispiel ein Berg. Denn dann öffnet sich, wie gerade eben schon gesagt, der Gleiter wirklich direkt und wir alle wissen, dass es am besten ist, so lange im Fall zu sein, wie es nur geht, weil man dann auch einfach am schnellsten ist. Also das dazu und noch ein wirklich super wichtiger Hinweis. Wenn man zum Beispiel in einem bestimmten Ort X landen möchte, dann sollte man nicht direkt über dem Ort X aus dem Battlebus springen, sondern dann etwas davor. Das konntet ihr bestimmt in der Vergangenheit schon miterleben, denn dann landet man einfach viel tiefer und kann besser bestimmen, in welches Haus man möchte und so weiter. Also man ist einfach schneller am Boden, wenn man ein bisschen weiter weg schon aus dem Battlebus springt. So, das war es jetzt auch dazu. Als nächstes habe ich einen Tipp, an den denken viele Anfänger überhaupt nicht oder wissen es auch gar nicht, dass es funktioniert. Denn ihr solltet nämlich eure Keybinds ändern bzw. anpassen. Aber was verstehe ich denn darunter? Man wählt ja zum Beispiel die Wand mit der Taste F1 aus, den Boden dann mit F2 und so weiter und so fort. Also das sind halt die von Epic Games Standard Keybinds, wenn man so sagen kann. Das Problem ist halt, dass man ziemlich schlecht gleichzeitig bauen und Movement haben kann, wenn man die normalen Keybinds verwendet. Deshalb empfehle ich euch, entweder Settings von euren Lieblings-Pro-Spieler zu nehmen oder halt selbst welche rauszufinden. Aber ich versuche es euch so schnell wie möglich jetzt kurz zu erklären. Um Keybinds nämlich schnell zu finden, solltet ihr schauen, welche Tasten noch nicht ganz so benutzt sind und an welche ihr wirklich ordentlich rankommt. Dabei sollte die Auswahltaste von der Wand mit einem anderen Finger bedienbar sein als die mit der Treppe. Denn gerade bei 90s ist das auf jeden Fall ein Muss. Dort muss man nämlich die Treppe bzw. Wand ziemlich schnell hintereinander auswählen und das funktioniert nicht, wenn man wirklich das mit dem gleichen Finger machen müsste. Aber auch für die Waffen ist das wirklich ein entscheidendes Kriterium, ob ihr dann im Endeffekt den Fight gewinnt oder auch nicht. Denn wenn man jetzt eine Pumpgun und eine SMG dabei hat, nachdem Pumpgun-Schuss dann auch auf die SMG wechseln müsste, dann dauert es wirklich zu lange mit dem gleichen Finger die Taste zu wechseln. Also dort müsst ihr auch die idealen Keybinds finden. Im fünften Tipp oder Information geht es um den Fallschaden. Denn ihr könnt ganze 3 Stockwerke runterspringen, ohne Fallschaden zu bekommen. Das jetzt nur einmal zur Information. Wenn ihr euch aber mit einem Gegner ziemlich hoch gebaut habt und ihr dann bemerkt, dass jemand unter euch zum Beispiel das Gebäude abgeschossen hat oder ich sag mal mit der Pickaxe zerstört hat oder so, ihr also jede weitere Sekunde runterfallen und sterben werdet, dann geben viele wirklich schon auf und legen den Controller beiseite, Rage quitten oder sonst was. Aber Leute, es gäbe abgesehen von Bounce und Jump Pads wirklich eine weitere Methode und zwar, wenn ihr auf einem Baum landet, könnt ihr somit die vorherigen 3 Felder halt auf 6 Felder erhöhen, wo ihr dann keinen Fallschaden kriegen würdet. Wenden wir das mal auf die Situation gerade eben an. Also falls jemand von unten abgebaut hat, dann legt nicht den Controller beiseite, sondern haltet Ausschau, ob es in eurer nahen Umgebung einen Baum gibt oder halt so etwas ähnliches. Worauf ihr halt nochmal den Fall Damage reduzieren könnt und möglicherweise überlebt. Ist ja ganz logisch, 3 Felder würde man normalerweise aushalten, ohne Fall Damage zu bekommen. Wenn man sich halt 6 Felder hochgebaut hat, unter dir zum Beispiel ein Baum steht, du auf den Baum drauf springst, kriegst du ebenfalls kein Fall Damage. Ab 7 Stockwerken würdest du halt den Fall Damage auch auf den Baum kriegen, den du auf den Boden kriegen würdest, wenn du jetzt 4 Stockwerke hochgebaut hast. Falls es dir zu schnell ging, spul nochmal zurück und dann schaust dir nochmal an, denn das ist auch wirklich wichtig zu wissen. Jetzt geht's aber schon mit dem 6. Tipp weiter. Als Anfänger ist es nämlich super schwer, mit der Konkurrenz mitzuhalten, denn selbst die Profis und Fortgeschrittenen entwickeln sich wirklich von Tag zu Tag weiter. Deshalb solltet ihr wirklich jeden Tag, wenn ihr mithalten wollt, ein wenig trainieren. Seht das aber wirklich nicht als Zwang, sondern nehmt das Ganze locker und vor allem mit Spielspaß. Mit dem Trainieren meine ich auch das Spielen von Edit- oder Aiming-Parcours im Creative-Modus. Es gibt natürlich auch etlich sehr, sehr gute Parcours, aber Leute, wenn du nach dem meiner Meinung nach besten Parcours suchst, wo wirklich alles geübt werden kann, dann verlinke ich dir hier oben mein Video zu dem besten Fortnite-Parcours. Also jetzt kommen wir nochmal zum Training. Zum Training empfehle ich dir wirklich jeden Tag so 10 bis 20 Minuten vor dem Public-Spiel euch in solchen Parcours
Kurs zu verbessern, um halt erstmal die soliden Mechanics zu bekommen. Wenn die Mechanics dann schon mal ausreichen für die ersten guten Kills, dann schnappt ihr mal einen Freund und über 1v1s, und zwar häufig. Denn meiner Meinung nach sind 1v1s, zum Beispiel mit Freunden, die beste Methode, um dann auch im Public zu dominieren. Falls ihr jetzt noch nicht so viele Freunde in Fortnite habt, das kann natürlich sein, wenn ihr erst angefangen habt damit, dann kann ich dir nämlich meinen eigenen Discord-Server empfehlen, worauf du wirklich schnell und einfach passende Mitspieler suchen und finden kannst. Den Link dazu findest du immer in meiner Videobeschreibung. Jetzt geht's aber schon mit dem 7. Tipp weiter. Wenn du und der Gegner durch eine Wand getrennt seid, dir aber die Wand gehört und du ein Standarddreieck editieren möchtest, dann gibt es wirklich zwei verschiedene Möglichkeiten, um dies dann im Endeffekt zu machen. Erstens, du editierst von oben nach unten. Oder halt zweitens, von unten nach oben. Ganz logisch, oder? Naja, der Vorteil, wenn du von unten nach oben editierst, ist halt einfach, dass du dann direkt auf der Kopfhöhe des Gegners mit deinem Fadenkreuz bist. Also ihn direkt wirklich einen Headshot geben könntest. Im 8. Tipp zeige ich dir, wie du schnell und einfach 90s lernen kannst. 90s bedeutet nichts weiteres als eine 90 Grad Drehung, um dich halt schnell nach oben zu bauen. Und das ist wirklich ein Basic, das muss man einfach können, um auch ansatzweise mithalten zu können. Denn 90s, das kann mittlerweile einfach fast jeder, außer halt die Anfänger, und genau für euch ist hier auch dieses Video. Ich zeige dir nämlich hier in diesem Trick, wie du am besten lernst, als Anfänger auch 90s zu lernen. Und zwar playst du wirklich eine Treppe bzw. rampst dich erst einmal hoch, dann playst du vor dir eine Wand, rechts daneben ebenfalls, und dann springst du einfach nur hoch und playst unter dir dann den Boden und dann noch eine Treppe, sodass du auch dann weiterlaufen kannst. Es gibt zwar verschiedene Arten von 90s, aber ich denke wirklich, dass das die einfachste Art ist, für Anfänger am besten und am schnellsten vor allem 90s zu lernen. Ich kann euch wirklich auch nur empfehlen, dass ihr das, also 90s, nicht das erste Mal im Public probiert und so weiter. Denn das geht wirklich zu 100% schief, glaubt mir. Sondern geht halt erstmal in den Creative-Modus oder so und übt das erst ganz langsam. Denn es bringt wirklich gar nichts, wenn du es am Anfang schnell und hektisch versuchst. Denn dann wirst du nämlich einen viel langsameren Lernfortschritt haben, als wenn du es langsam versuchst. Und jetzt geht's auch schon mit dem 9. Tipp weiter. Beim Pushen von Gegnern sollte man nämlich niemals sich nur mit einer Treppe hochbauen. Denn dann muss der Gegner wirklich nur ein Gebäude, und zwar eure Treppe, kaputt schießen, damit ihr runterfallt. Für Anfänger empfehle ich deshalb, diesen sogenannten Three-Layer zu üben. Nee, aber denn man kann ihn halt wirklich ziemlich schnell üben und ist im Verhältnis zu einem Gebäude wirklich extremst effektiv. Dabei playst du einfach nur einen Boden, danach eine Treppe und dahinter dann auch die Wand. Somit muss der Gegner 2 bis 3 Gebäude zerstören, damit ihr dann im Endeffekt auch runterfallt, und das dauert erheblich länger als nur ein Gebäude. Deswegen versucht ihn auch, nehmt euch wie jetzt mit den 90s wirklich Zeit, das geht aber noch schneller als die 90s, also dieser 3-Layer ist wirklich einfach, aber fordert natürlich auch ein wenig Training. Weiter geht's dann mit dem 6-Layer und so weiter, da gibt's auch verschiedene Möglichkeiten, aber da dies ein Video für Anfänger ist, wollte ich jetzt erstmal mit dem 3-Layer anfangen. Ich habe euch ja am Anfang gesagt, dass der 10. Tipp wirklich grundlegend ist, um als Anfänger und auch als Fortgeschrittener wirklich immer noch Lernfortschritte zu bekommen. Denn ich weiß, es ist super deprimierend, wenn man am Anfang immer dann wirklich jede Runde direkt stirbt. Dann ist der normale Instinkt, ja, dann lande ich halt da, wo keiner landet, und verstecke mich die ganze Zeit zum Beispiel in einem Gebäude oder dann in einem Busch, damit mich kein Gegner findet und mich dann auch nicht tötet. Das Problem bei dieser Ansichtsweise ist, dass ihr dann auch wirklich im Endeffekt keine große Übung im jeweiligen Spiel habt. Also ihr kommt dann vielleicht unter die Top 10 oder sogar unter die Top 3 oder so, aber habt vielleicht nur ein Kill oder auch überhaupt gar keinen Kill gemacht in der ganzen kompletten Runde. Wie gesagt, du musst dir auch wirklich jetzt erstmal im Kopf durchgehen lassen, was du für ein Spieler bist und was du auch für einer werden möchtest. Punkt 1 ist, du möchtest zwar unbedingt einen epischen Sieg haben, so auf den, aber machst keine Kills, bis dir wirst immer unsicher bleiben, wenn du wirklich auf Gegner triffst. Aber wirst dann vielleicht mal mit einem Kill unter die Top 3 kommen. Und es wird einfach total langweilig sein, weil du einfach die ganze Zeit im Busch hockst und nichts machst. Die Variante 2 ist, dass du wirklich aggressiv jeden Gegner pusht, super viel Übung dabei hast, weil durch jede Situation lernt man natürlich auch dazu. Wissen viele nicht, viele sind dann deprimiert, wenn sie gestorben sind. Aber es ist ja kein Geheimnis, durch jede einzelne Situation, durch jeden Tod lernt man einfach dazu. Das ist Fakt und damit werdet ihr auch besser. Ihr werdet zwar im Vergleich zu der ersten Variante niemals so viele epische Siege am Anfang bekommen. Allerdings werdet ihr dann auf Dauer wirklich sicher und habt nicht so viel Schiss, wenn euch jetzt ein Gegner pusht oder wenn ihr mal pushen möchtet. Erstens macht das dann auch einfach viel mehr Spaß, denn ich bin ein Typ,
mir ist der epische Sieg wirklich egal. Mir macht es Spaß, wenn ich viele Gegner kille und auch keine Panik habe, dass ich jetzt einen Gegner pushe oder der Gegner pusht mich. Dann freue ich mich ja auf den Fight und versuche nicht wegzulaufen so. Also da solltet ihr euch wirklich Gedanken machen, was ihr für ein Spieler seid. Ich empfehle euch ganz klar die zweite Variante. Aber wie gesagt, kann das am Anfang ein wenig deprimierend sein. Ich weiß es, ich war ja auch selbst mal ein unfassbarer Noob. Ich bin immer noch kein guter Spieler so. Soll nicht abgehoben klingen. Aber Leute, ich denke, ihr habt diese Main-Aussage verstanden. Ich verlinke dir hier oben das Video zu meinen fortgeschrittenen Fortnite-Tipps und Tricks. Du bist ja jetzt auch kein Anfänger mehr nach diesem Video. Falls du Freunde hast, die vielleicht auch noch nicht ganz so gut in Fortnite sind, dann teile dieses Video jetzt, genau jetzt, unbedingt an deine Freunde. Denn ich bin mir zu 100% sicher, dass es denen dann auch weiterhelfen wird. Falls es dir da draußen auch gefallen hat, dann würde es mich mega freuen, wenn du mir noch kurz ein Abo und ein Like drückst. Und damit will ich auch schon sagen, haut rein, lasst es sein. Und in dem Sinne sage ich mal, Creator Code Hermetic eintragen und yo, ciao.